Hallo und herzlich willkommen zu Part 28 von Infamous Second Son. Wir versuchen, einen Bus zu finden mit anderen Conduits. Das findet das DUP nicht gut und die wollen das verhindern. Und ja, deswegen kämpfen wir jetzt ein bisschen gegen die. Ja, wie ihr seht, die finden das überhaupt nicht gut. Jetzt muss man hier weg. Nein. Ja, irgendwo mal ein bisschen zur Ruhe kommen kurz. So. Da sind halt irgendwie grüne Sachen hier noch bei mir auf der Karte. Ich weiß halt nicht, ob das diese Engel sind, die gar nicht böse sind oder was das ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie kämpft hier übrigens jeder und gegen jeden. Zum Teufel bin ich da hineingeraten. Hans Rose! Dieser Monster müsste zu ihm gehören! Vergesst die Engel! Erledigt ihn! So. Kurze Pause. No. Unterstützungsfeuer! Oh nein. Oh fuck, die sind echt stark. Doof. Wo zum Teufel bin ich da hinein? Hans Rose! Diese Monster müssen zu ihm gehören! Vergesst die Engel! Erledigt ihn! Weg, 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 weg. So, ich bilde mir immer noch ein, dass ich mit Rauch ein bisschen stärker bin. Also guck ich mal, ob ich auf dem Dach ein bisschen Rauch bekomme und meine Kräfte hier wechseln kann. Okay. So, da ist noch einer. Das sind echt viele. So, zwei noch. Die reißen mir echt den Arsch auf. Kaputt! Mein Gott. Neon will ich nicht. So, da muss noch irgendwo einer sein, ein Kasper-Typ. Oh, noch einige da hinten. Naja, nützt ja nichts, ne? Oh nein, bin rauf. Rauch, rauch. Hier ist Rauch. Komm, entzieh Rauch. Okay. Vorsicht, deine Flanke! Uno. Uno. Go, 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 go. Go, 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 go. Na, schon gucken, dass das hier unser Kampf bleibt. Bisschen stunnen. Ah, komm schon. Oh nein. Das lässt schön bleiben. Feind exekutiert. Ja, das kann passieren bei dem Gerangel hier. So, das ist denn der Bus. Engel? Soll das ein Witz sein?
Entweder erzeugt einer dieser flüchtigen Engel, oder ich kämpfe gegen Gott. Und dann stehen meine Chancen echt schlecht. Ja, aber wirklich schlecht. Mission abgeschlossen, der Fan. Sehr gut. 5 Upgrades verfügbar. Was haben wir denn überhaupt für 13 Scherben haben wir? Können wir hier noch Cooles machen? Neon entziehen können wir noch verbessern. Kapazität auf 80. Da brauchen wir eine nächste Stufe. Was können wir denn hier noch? Halten Sie kreisgedrückt für einen endlosen Lichtgeschwindigkeitslauf. Yes. Das spart Zeit. Erweiterter Fokus verlangsamt länger die Zeit beim Zoomen. Auch super. Dann haben wir es doch wieder gut was investiert hier. Sehr schön. Jetzt sind wir pleite, aber ich finde, das haben wir gut angelegt. So, was sagt denn die Map? Was müssen wir denn jetzt noch Cooles machen? Mann, hier haben wir ja noch nichts gemacht. Aber noch gar nichts. Auf der anderen Karte ist natürlich auch noch einiges zu tun. Aber das ist jetzt mal egal. Was machen wir denn als nächstes Schönes? Haben wir denn schon eine Mission, ein Missionsziel? Nein, haben wir nicht. Also würde ich sagen, das cleverste wäre es doch. Oder ist ein Missionsziel da drüben? Nee, ne? Nö. Dann machen wir hier noch so eine schöne Spray-Tätigkeit und dann werden wir mal ein paar Störsender zerstören. Denn wegen denen sehen wir vielleicht auch unser Missionsziel nicht. So, dann werden wir direkt mal unseren endlos schnellen Lauf hier ausprobieren. Hey Dad, am Haymarket wurde eine von diesen Westen gefunden, die die DOP-Verdächtigen tragen. Ihr Besitzer ist vielleicht noch da. Da gibt's viele Verstecke. Oh, danke für den Tipp. Wohin bist du vorhin verschwunden, ne? Hey, vielleicht müssen Conduits nie aufs Klo, aber der Rest von uns schon. Woher weißt du immer so genau, was vor sich geht? Im Lantern District haben die Wände Augen und Ohren. Ich hab da ein paar Freunde. Sehr nützliche Freunde. Ja, besser ging's echt nicht. Ziel gesichtet! Ich hab grad ein bisschen Probleme hier. So, darf ich jetzt meine Aufgabe hier mal machen, oder was? Ah, wo ist denn der Feind? Ich will das machen. So, dann jetzt aber. Bitte, ist doch gar kein Feind mehr. Das ist doch doof. Ich will das aber machen. Wo bist du denn? Da oben. Ja, jetzt kriege ich auch noch hier alles. Bin ich hier böse eingestuft. Verdammt. Ich will doch ein Held werden. Auch bald neues Neon. Oh, komm doch runter. Ich muss da hoch. Ich muss den persönlich vor die Mappen hauen. So. Nervige Leute sind das. Freizeit! Ist das ein Pilz? Noch nicht sehr beeindruckend, aber der Delsin lässt sich schon noch was einfallen. Ein Gitter mit dem Arm. Eine Pfanne in der Hand. Was ist das denn? Achso, nur hier unten, ne? Eine Spraydose in der Hand verschönert jede Wand. Das ist doch süß. Ein Badminton-Game. Aus zwei Zellen heraus. So, dann werden wir uns mal gucken, ob wir den Störsender hier zerstören können. Ich bin gespannt. Was sagt die Zeit? Ein bisschen geht noch. Hui, hui. Unterwegs muss ich aber irgendwie Neon einpacken. Oder rauchen.
Also außer Nahkampf bleibt mir nichts, denn mein Neon ist alle. Das habe ich nicht überlebt. Schade, 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 schade. Ist mein Wegpunkt jetzt weg, oder was? Wieso habe ich denn jetzt ein neues Questgebiet? Was ist denn da jetzt? Was der gerade gesagt hat? Ja. Tja. Naja, gut, wenn ich die Störsender im Moment nicht beseitigen muss, dann gehen wir doch da direkt mal hin. Erfahren wir, wie es weitergeht. Ist doch auch nicht schlecht. Also da wurde eine Weste gefunden und der glaubt, dass vielleicht der Konduit noch in der Nähe ist. Was? Was sagt sie? Tada! Reggie auf der Flucht. Wenn ich sowas anhätte, würde ich es schnellstens loswerden wollen, weil... Also, weil sie potthässlich sind. Und weil sie förmlich schreien, greif mich an. Ich bin ein potenzieller Bioterrorist. Also braucht man einen ruhigen Ort, um sich umzuziehen. Mit einer verschließbaren Tür. Und einer Sitzgelegenheit. Ein Dixie-Klo wäre perfekt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wer von euch hält sie versperrt? Wisst ihr nicht, dass diese Bioterrorist ein guter Anfang. Grundsinn, wieso das Dixie überhaupt hier ist? Haha, ich verstehe gar kein Deutsch. Ja. So, dann gucken wir hier mal. Super. Mobbing in zwei Sprachen. Mobbing in zwei Sprachen. Nein. Okay. Hier gibt es aber viele Dixie-Klos. Da ist noch eins. Das ist bis jetzt aber eine beschissene Aufgabe. Entschuldigt das Wortspiel. Okay. Jetzt müssen wir hier weiter gucken. Da, da ist noch eins. Nein. Ein Spieler. Hey, ich bin nicht vom DUP. Oder ein Spinner, der rumläuft und besetzte Dixie-Klos aufreißt. Nein, ich hab ihn zuerst gesehen. Diese Engel sind schnell. Was ist denn das für eine bescheuerte Zeltstadt? Hey, Dalton, ich bin im Lantern District. Bist du noch hier? Ja, wird auch Zeit, dass du kommst. Was ist hier los? Ich lasse dich ein paar Stunden allein und plötzlich stürzen sich Engel auf die Menschen. Muss mit dem Conduit zu tun haben, den wir suchen. Ich habe einen Haufen DUP-Häftlinge befreit. Ich glaube, einer ist unser Mann. Ein Glück, dass der große Bruder da ist. Flüchtige finden ist mein Job. Na, dann halte Ausschau nach jemanden in einer schwarz-gelben Weste. Auf dem Hing Hei Market lag so eine. Wohl sauschwer auszuziehen. Überall Schlösser. Mensch, Brüderchen. Du wirst noch ein echter Personenjäger. Wenn wir zurück sind, kannst du mein Deputy werden. Hättest du auch mal einen Job? Oh, nein, danke. Hättest du auch mal einen Job? Ein Kopf in der Familie ist peinlich genug. Solche Sprüche auch nicht verkneifen, ne? Den armen Dell sind immer runtermachen. Hat doch einen Job. Rettet die Welt. Es wird nur extrem schlecht bezahlt. Bla 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 bla. Okay, das sind aber anscheinend ja nur so... Wie nennt man's? Die sind nicht wirklich da. So, bla, 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 bla. Ihr wisst schon. Guck mal, hier kann man was Nettes machen. Geflohene Konduits finden. Soll ich das jetzt? Ich mach das zuerst, ne? Komm. Ich bleib bei der Quest hier. Ich lass mich zu leicht ablenken von hübschen Sachen, die auf der Karte sind. Bleiben wir hier mal bei den Hauptaufgaben. Also jetzt soll ich wieder den Typen finden, da ja, nicht die Engel. Was dagegen, wenn ich mich anschließe? Auf dem Kran suchen sie auf der Baustelle nach weiteren Conduits.
Okay. Das war ganz schön weit weg. Tada. Tada. Klettern Sie den Baukran hinauf. Okay. Du bist eine Schande für die Menschheit. Bitte? Held. So, den Baukran. Ja, ja. Ich tue euch schon nichts. Ganz locker bleiben. Bioterroristen gehören ausgerottet! Nazi. Hey, du da oben! Ich mach dir einen Vorschlag. Wir setzen die Jagd auf den Boden fort, wo es sicher ist, und du kriegst 10 Sekunden Vorsprung. Nein, nein! Delsin, du alte Pappnase! Wie soll ich denn da hochkommen? Wollen die mich veralbern? Aha. Wow. Okay. Dann hangel dich mal weiter. Okay, cool. Nein, nein. Nein. Nein! Oh, gut gefangen, Partner. Ach, wo wollen wir jetzt wieder mit dem hin? Hetzen! Der Schöpfer der Engel nervt mich echt. Die schnappen sich alle Conduits und ich komme nicht nach. Und? Alles beim Alten? Und als wären die Engel nicht schon schlimm genug, macht auch noch so eine fiese Gangjagd auf die Westenträger. Ja, das sind Akulas. Eine fiese Schlägerbande, die im International District ihr Unwesen treibt. Halte dich von denen fern. Soweit so gut, aber diese Typen sind echt der allerletzte Dreck. Wow, wow, ruhig. Du brauchst jetzt einen Kopf, Brüderchen. Hör zu, komm zum Dixie-Klo am Hinghay Market. Ich hab da eine irre Idee. Okay, wir treffen uns am Dixie. Hör mal, ich weiß ja nicht was. Vertrau mir, ich bin ein Cop. Das erwähnst du wohl ganz gerne mal, was? Ehrlich. Verpassen Sie den ein! So. Tja, Leute, dann würde ich sagen, zur nächsten Mission gehen wir dann auch im nächsten Teil von Infamous Second Son. Bis dahin, ciao!